Hallo liebe Freunde der gepflegten Internetunterhaltung und damit willkommen zurück zum Let's Play Neverwinter der Flussuferallianz. Entschuldigung, ich habe manchmal so Spastiken in den Stimmbändern, ich hoffe ihr seht mir das nach. Deswegen klingt das dann so dunkel. Ja, wir sind zurück in Neverwinter, auch glaube ich in der Stadt Neverwinter, keine Ahnung. Ist jetzt schon ein Weilchen her, dass ich aufgenommen habe und deswegen schauen wir einfach mal, was es Neues gibt. Da unten steht nämlich, was gibt's Neues? Mit U. Ach, Folge 5 übrigens. Wir haben neue Kräfte, einen Kraftpunkt erhalten. Ja, schauen wir mal, was haben wir denn bei der Sturmwallung erhalten? Ja. Überraschungsangriff wahrscheinlich. Überraschungsangriff? Bewegungsrate, wenn unsichtbar. Ich glaube, das hatten wir in der letzten Aufnahme schon, oder? Aber wir haben einen Punkt auf jeden Fall verfügbar. No. Können wir das da hier ausbauen, oder wie läuft das ab? Klicken Sie auf Aufwerten, um eine neue Stufe in einer Kraft zu erwerben. Rang 2, 10%. Ach, dieses Blutbad, das war die Spezialfertigkeit, ne? Die kann man dann, wenn das fertig ist. Alles klar, genau so war das. Das ist der normale Angriff. Ja, und dann hau ich den normalen Angriff, den werte ich dann, glaube ich, mal auf 10% Schaden. Weil wenn das eh so dieser... Ah ja, gut, das war meine Quest gerade. Was haben wir hier? Ah, ein Küstchen. Ja, ist aber fein. Na dann... Nehmen wir das mal, gucken wir ins Inventar und haben ja jetzt diese Abenteurerbelohnung, aber da brauchen wir Stufe 10 erst für. Oder brauchen wir dafür. Gebundenes kleines Erste-Hilfe-Paket. Eine kleine Verletzung entfernen oder eine schwache Verletzung zu einer kleinen Verletzung umwandeln. Ach, man kann sich hier richtig verletzen. Was ist das hier unten? Ah, okay, da kann man dann auch, also die Tragfähigkeit ist auch hier begrenzt. Okay. Aasfressender Gürtel ist angelegt, weil der maximale Trefferpunkte erhöht. Das ist ein Diebstahlpaket. Alles klar. Okay. Dann würde ich sagen, gucken wir gleich mal weiter, was so anliegt bei Feldwebel Nox. Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Dann bin ich auf der Suche nach Honor. Die Nasher haben die Krone von Neverwinter aus dem Gewölbe gestohlen. Aber wir können sie immer noch zurückholen. Und zwar müssen wir lediglich die beiden entflohenen Diebe fangen und zurückverfolgen, wo die Nasher die Krone verstecken. Wir wissen, dass sich einer der Diebe, eine flinke Einzelgängerin mit dem Namen Honor Ray, in einem verfallenen Gebäude nahe der Treibholztaverne versteckt. Die Nasher werden das Weite suchen, wenn sie mich und meinen Trupp erblicken, aber ihr könnt sie womöglich in die Ecke drängen und herausfinden, ob sie die Krone noch bei sich hat. So machen wir das. Dann gehen wir mal zu dieser Taverne, oder... Ja, muss ich dir halt... Ey, nimm mich mal mit. Taxi. Ist aber schön. Geflügeltes Pferd. Wirkt ein bisschen tussig, aber doch, Was ist das denn? Ausspähungsstein. Oh, das ist ja hübsch. Guck mal, das ist wie diese Aussichtspunkte bei Guild Wars. Das ist ja hübsch. Aber ich glaube, wir müssen hier runter. Ich hoffe, du hast ordentliche Hufeisen dran, mein Freund. Ja? Dein Reitgetier wird's dir danken.
Und dann laufen wir mal hier weiter durch die wunderschöne... Also ich muss ja nochmal betonen, ne? Die Stadt, die ist schon hübsch. Also das Neverwinter aus Neverwinter Nights 2, das war auch nicht schlecht. Im Vergleich hierzu natürlich mikroskopisch, ja. Möchte man fast meinen. Aber es war auch ganz hübsch. Ah, okay, das war die Ausweichtaste. Hier geht's in den Ruinentunnel. Wie gut, dass ich mir nicht mein Abendkleid angezogen habe. Sie haben ein neues Lager entdeckt. Der Einstiegspunkt wurde freigeschaltet. Da vorne wartet gleich ein Rekrut, noch ein Rekrut. Ach, die warten nicht, die stehen schon. Die stehen schon bereit, um weggemeuchelt zu werden. Hier fliegt der ein oder andere Stein nach unten. Sollte er uns auf den Kopf. Jetzt hört er mal auf. Ey, Fernkampf ist frech, gell? Aber kann ich auch, Freunde. Bam, bam. Ich bräuchte mal einen Helm. Leute, einen Helm. Nicht, dass ich mir noch das Horn abbreche. Aber auch die Rekruten scheinen so auf dem ersten... Ja. Man sollte nicht von weitem schlagen, da trifft man nicht wirklich gut. Der hat was Lustiges fallen lassen, was hat er denn? Ach, ein Heiltrank. Ich dachte, was Besonderes. Naturfertigkeiten, Paket erforderlich. Haben wir auch nicht. Das ist dann wahrscheinlich sowas wie Erntesichel und hier Gummibärchenpflaster für kleine Schnittwunden an Disteln. Ja, da stehe ich ja auf Pflaster mit lustigen Gesichtern drauf, die machen einen nämlich auch gleich viel fröhlicher. Hexer! Du triffst mich nicht. Da liegt er da, ne? Da. Magiekundiger. Magierkundiger. Dieser Kundige der Magie. Ruhe, bleib mal auf. Behandelndes Amulett. Zeig mal her. Behandelndes Amulett. Tödliches Amulett haben wir jetzt. Und da kriegen wir aber Robustheit. Nee, ich glaube, ich gehe auf Angriff beim Dieb. Der hat zwar wahrscheinlich nicht viel Rüstung. Hab ich mich jetzt noch gar nicht so mit beschäftigt. Da ist Honor Rage. Och, interessant. Hat was. Wie besiegen wir dich denn jetzt? Na, 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 na. Nicht so, ja? Fräulein, nicht so. Dich kriegen wir doch aber sowas von gut in den Griff, Fräulein. Cool. Ein Gewölbekunderpaket. Das ist ja toll. Da kann ich jetzt bestimmt Höhlen öffnen. Aber hier gibt es noch mehr. Ein Schädel. Okay, ich kann mit einem Gewölbe... Ja, klasse. Jetzt habe ich das Paket beschädigt. Ärgerlich. Nein, jetzt kann ich anscheinend Schädel öffnen. Ja, da könnte ich eigentlich auch ein Pathologie-Paket bekommen dafür. Auf der Suche nach Honor abschließen, abgeschlossen. Abschließen, abschließen? Ist egal. In Honors Tasche befindet sich eine Notiz. Honor, dieser Abenteurer hat uns im Gewölbe gesehen.
Wir können nicht in der Enklave bleiben. Ich werde meinen Anteil verkaufen und mich nach dem Block Lake, mich nach Block Lake begeben. Bei Kurz... Die Wörter sind gar nicht so einfach. Bei Karzhoff und den Nashern wären wir in Sicherheit. Goffwan. Der liebe Goffwan. Wann wurdest du zum Goff? Der liebe Goffan und die Truhe, die sendet einen Impuls aus, der kleine Diebe wie mich anlockt. Ein Abenteurer-Dolch. Das ist ja fein. Da gucke ich doch gleich mal nach. Abenteurer-Dolch hat einen Haufen Schaden. Und den werde ich auf jeden Fall gegen den rostigen Dolch setzen. Wie kam man denn hier nochmal in dieses Heldenmenü? Ging das ja auch mit H? Nee. Mit H ging das nicht, Leute. Mit H nicht. Mit C. Mit C ging das. Und wir haben hier jetzt den rostigen Dolch in der Schildhand. Da möchte ich aber den Abenteurer-Dolch. Genau. Perfecto. Goffans Notiz. Achso, das war die, die wir aufgenommen haben. Na fein. Haben wir hier sonst noch was? Diesen Schädel, den kriegen wir ja irgendwie nicht auf. Schade eigentlich. Aber dann werden wir uns aus der Enklave wieder herausschlagen. Und der nächste geht hinein. Während die Texturen geladen werden. Schön, okay, wir folgen also wieder unserer lustigen Leitlinie. Das erinnert mich so ein bisschen an Zelda hier. Diese, wie hieß denn die? Navy? Navi? Nuvi? Niffi? Diese kleine Elfe. Oder dieser komische Leuchtpunkt hier. Dieser Knubbel mit Flügeln. Dieser geflügelte Hilfeknubbel. Bei Zelda. Denn die nur? Schreibt's mal in die Kommentare, wie das kleine, knubbelige Vieh bei Zelda hieß. Ich glaube Nivi oder Navi oder so. Also Navi passt ja, ne? Bitte hier links abbiegen. Nein, also dieses geflügelte Ding, das hat ja auch immer so eine kleine Spur gezogen, zumindest auf Nintendo 64. Oh, das wäre mal was. Wenn ich es irgendwie gebacken kriege, dass ich vom Nintendo 64 aufnehmen kann. Ich glaube, da machen wir mal ein Zelda-Let's Play. Das wäre ja so lustig. Das wäre gute alte Zeit hier, gell, Fräulein? Ja? Öffentliche zur Schaustellung von weiblicher Brust. Freundschaftsanfrage erhalten. Geki Zeldermann würde gern mit Ihnen befreundet sein. Sie können Ihre Entscheidung jetzt treffen oder den Dialog schließen und sich später über das Register Freunde im Menü Bündnisse entscheiden. Wenn da jemand GGATM com Zeldermo heißt, dann kann ich mir vorstellen, ist das kein lieber Freund. Aber wir lehnen es natürlich dankend ab. Shift plus 2. Hehehe. Und, sprechen mit Nox. Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Ich hab's Gotham abgeschlossen. Ging also nach Black Lake? Ja. Das erklärt einiges. Denke ich auch. Gebt mir mein Gold. Bronze. Kupfer. Und wir folgen der Spur der Krone Gotham weiter. Gotham im Black Lake Viertel? Das bedeutet Ärger. Das ist das reinste Drecksviertel. Und nicht nur wegen dem Seeschlamm. Die Nasher haben sich offen gegen Lord Neverember gestellt und greifen jeden an, der sich ihrem Anführer Karzhoff gegenüber nicht zur Loyalität verpflichten will. Wenn sich Gothwan noch immer im Black Lake-Viertel aufhält, sollte Gefreiter Hothidon Falvern davon wissen. Sprecht euch am besten mal mit ihm ab. Das mache ich. Wie immer natürlich. Kann er nicht sagen, nee, mache ich nicht. Ja. Also, dann folgen wir unserem Navi. Wie bist denn du? Voll der mega große Glühwurm. Haufen Tieflinge gibt's hier. Ich sag doch, ist die coolste Klasse in Neverwinter.
Eindeutig. Da, 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 da. Ich probiere den allen auszuweichen, dabei kann man durchlaufen. Aber das sorgt ja dann nicht gerade für Feeling, wenn man den nicht ausweicht. Aber es ist auch schön belebt, die Stadt, ne? Also, die laufen zwar nur... Hey, kommst du mit? Kunde? Kumpel? Kumpel, Kunde? Black Lake Viertel. Dieses schmierige Viertel. Da wollen wir hin. Lass uns eine Runde schmieren. Ich erinnere mich noch an Black Lake, als es ein guter Ort zum Leben war. Mhm. Ja, nee, wirkt auch lebendig, auf jeden Fall. Schön hier. Bewegt euch in diesem Viertel äußerst vorsichtig. Black Lake ist dieser Tage nur noch die Heimat der Verzweifelten und Verstoßenen. Und wieso steht dann... Das ist wieder typische Stigmatisierung, ne? Und natürlich befindet sich in dem Viertel der Verzweifelten und Verstoßenen ein Elf. Ein Elf, wie immer. Gestatten, Hathodon Falwan, Gefreiter der Stadt Neverwinter, Soldat des Feldwebel Nox, Ergründer der tiefsten Geheimnisse und Jäger der dunklen Gestalten. Ich wusste nicht, dass ihr kommen würdet, aber ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit. Nach meinen Informationen hat euch Feldwebel Nox auf die Spur von Gothwin Cooper gebracht. Ich habe Neuigkeiten zu seinem Verbleib, aber ich befürchte, sie bedeuten nichts Gutes. Okay. Dann schließe ich das mal ab und wir werden mal diesen nicht guten Neuigkeiten nachgehen. Unsere heißeste Spur zu Karsow und der Krone ist ein Beutelschneider namens Gothwin Cooper, der an dem Diebstahl beteiligt war. Ich habe einige seiner notorischen Verstecke auf eurer Karte markiert. Schaut Danke euch diese dir. Orte näher an und haltet die Augen nach Hinweisen über seinen Verbleib offen. Das werden wir tun. Lieber Elf. Elf halt. Lieber Elf halt. Aber bevor wir das machen, möchte ich euch sagen, dass wir das in der nächsten Folge machen. Wenn es dann wieder heißt Let's Play Neverwinter der Fluss of Allianz. Mit mir, mit Olli. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch gefallen. Und sagt natürlich wie immer, bis dahin, auf Wiedersehen.